Willkommen zurück zu Overlord. Wir sind immer noch im dunklen Wald, von Dunkelwald. Und hier springen lustige, was sind das überhaupt, Rattenmenschen rum? Auf jeden Fall sind die ganz dolle böse und droppen vor allen Dingen keine Seelen. Was eigentlich der größte Nachteil an diesen Viechern ist, dass sie keine Seelen droppen. So, der ist tot. Wir müssen hier mal ein bisschen feuchter sein, weil da vorne ist nämlich schon wieder so ein riesengroßer Rattenmensch. Und die sind leider ganz schön heftig. Zumindest möchte ich eigentlich gegen die nicht kämpfen, ohne nicht vorher alles andere platt gemacht zu haben. Achso, ich sollte vielleicht doch mal öfter mal die Umschalttaste benutzen. Und das würde es mir vielleicht erheblich vereinfachen, hier mal einzelne Gegner rauszunehmen und nicht immer... So, und jetzt, kommen die mir hinterher? Das wäre natürlich sehr praktisch, wenn sie es tun würden. Die leben ja nicht... Ach, die beleben wieder! So war das mit den Typen. Und dann sollte ich diese komischen Gammelpriester hier vielleicht doch mal umhauen bei Gelegenheit. Ah, zum Glück sind die großen Rattenmenschen noch nicht besonders, die Wurzel ist, das kann ich direkt schon angreifen. So, jetzt hier. So, und jetzt haut dieses komische riesengroße Vieh um. Schnell! Zum Glück machen die Bogenschützen ja wirklich keinen nennenswerten Schaden. Ja, die verbacken auch mal, glaube ich, so ein bisschen die großen Rattenmenschen. Oder die Ziegenmenschen? Ja, das sind, glaube ich, eher Rattenmenschen. Das andere sind irgendwie so, sind eher so ziegig. Ja, das Ding ist nämlich, dass die hier scheinbar... Oh, ich habe noch ein Herzstück gemacht. Yay! Braucht gleich zwei davon. Und der eine hat vor allen Dingen... Gesellschaft tötet sich schnell. Ja. Doch, noch mehr. Ja, ich kann mich erinnern, wie gesagt, der Kampf hier geht ein bisschen länger. Kann ich jetzt hier nicht... Warte mal. Ah, genau, warte mal. Hier kann ich nämlich... Ich habe mir mal ein paar mehr Feuerige geholt, weil ich glaube, dass das prinzipiell eine super Idee ist, mehr Feuerige zu haben. Kann ich jetzt... Die sollten ja eigentlich, während ich hier wegtanke, sollten die ja nicht ganz gut in der Lage sein, aus der Entfernung diese dummen Typen platt zu machen. Obwohl sie... Ah, glaube ich, immer doch wieder mehr Nahkämpfer. Das bringt nicht halb so viel, wie ich mir eigentlich erhofft habe. Los, Attacke! Gerade die Feuertypen müssen gegen die Großen eigentlich gar nicht mal so ineffizient. Oh, da steht ja noch einer. Haut ihn mal um, Freunde. Noch! Diese Feuerin, die standen so weit hinten, die sind trotzdem gestorben. An was denn eigentlich? Das, wo ich doch erheblichen Mangel an Feuerin sehe, nein, ich habe. Also wir sind jetzt nicht. Guck mal, die anderen sterben daran nicht. Was macht das überhaupt? Schwächt das? Ich hole mir. Also zumindest haben die. Ah, da habe ich gerade so noch den Roten retten können. So, jetzt holte ich den hier und am besten fuck den ab. Wobei eigentlich gerade, wenn die sich hier nicht so doll bewegen können, sind die Feuerringen, glaube ich, eigentlich ganz gut. Also gegen große Gegner. So, es gibt nur noch der mit der... Ah, da hinten ist noch so ein komischer Peitenpriester. Verdammte Hacke. So, heilt mich jetzt eigentlich das Zuschlag. Noch. Also einen Schlag überleben sie immer von diesen Lustchen. Schamanen. Nennen wir sie mal lieber Schamanen. Priester sind sie ja nicht. Wenn Schamane ist, hat, glaube ich, eher sowas mit... Warum habe ich jetzt eigentlich schon wieder einen zu wenig hier? Ja. Lange mache ich mir wirklich Sorgen um meine... Na, mein einziger Grüner. Zum Glück kann ich den gleich nachbohren. Ah, trotzdem, der war wahrscheinlich super ausgerüstet, mein einer Grüner, den ich hatte. Dass wir vielleicht mal so einen dummen Mist mal sterben müssen. Na gut, jetzt zumindest drei Rote kann ich zurückschicken, denke ich mal. Dafür hole ich mir mal lieber... die anderen. 14, ja, das passt. Wunderprächtig. Ich nicht glaube, dass mir die Braunen jetzt... Die werden jetzt doch relativ knapp. Also, überraschend knapp eigentlich sogar. Ich muss jetzt aber trotzdem nochmal einen Meter zurückrennen, weil jetzt, wo ich die Wurzel kaputt habe, müsste da vorne nämlich auch noch was offen sein. Und das würde ich dann bei der guten Gelegenheit doch schon gerne mal nutzen, nochmal, dass das offen... Oder, Moment. Ich glaube, hinter der komischen Tür war nämlich erstmal ein Wegpunkt. Den möchte ich vielleicht auch freischalten, bevor ich das mache. Weil wenn da vorne nämlich was liegt, dann... möchte ich das eher zu dem Wegpunkt hinbringen, als woanders hin. Haben wir hier sowas? Ich glaube, das ist ja jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich die Wasserminions bräuchte, und zwar zwingend. Oder? Einer nach dem anderen fiel. Sie bedeckten den Waldboden wie sterbende Blätter. Die sprechen jetzt über sich selbst, über ihre eigene Dingsbums, oder? Ertränkt eure Armee nicht sinnlos. Wenn wir nur Schergen hätten, die schwimmen können oder nicht ganz so schnell untergehen. Ja, das wäre klasse, wa? Das haben wir leider nicht. Ich kann mich irgendwie dunkel erinnern, dass diese Kröten da unten total ärgerlich waren und nervig. So, das ist jetzt aber mehr Minions, oder? Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Ich auch, weil das Ding hier auf jeden Fall heißt, dass ich bald im nächsten Mal mehr Viecher mit mir rumschleppen kann.
Obwohl das eigentlich gar nicht so gut wäre, gerade auch, wenn dann sterben die wieder. Dann habe ich noch mehr Leute, die sterben können. Yay! Sind das nicht gute Nachrichten? Endlich mehr Minions, die mir wegverrecken können. So gut, also für um weiter zu spielen brauche ich definitiv blaue Minions. Das heißt, wir müssen erstmal zur Burg. Weil da waren die nämlich. An den Abschnitt kann ich mich so gut wie gar nicht mehr erinnern. Er war, glaube ich, halbwegs stressig. Aber zumindest hat das die Hauptstory, glaube ich, weitergebracht. Mag ich mich dunkel erinnern. Irgendwie so war das. Wie ist meine Kampfkraft eigentlich? 171, das geht eigentlich schon wieder fast. Das könnte durchaus schlimmer sein. Das ist übrigens der einzige Vorteil in MMOs, den ich immer zu schätzen weiß, dass man halt in MMOs kannst du irgendwelche Menüs aufmachen und gleichzeitig weiterspielen, was halt ein Multiplayer-Spiel ist. Ein Singleplayer-Spielen pausiert immer gerne das Spiel. Was auch ganz praktisch ist, wenn du halt kurz was gucken möchtest oder Sachen im Inventar hin und her schieben möchtest, aber ja, du kannst halt nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Das mache ich ja nicht mal sehr gerne. Also gerade für so Rennen und so mehr Minions, wa? Oder? Ihr könnt mehr Schergen kontrollieren. Boah, guck mal, was das für eine Armee ist hier. Prächtig. Nee, aber egal. Warum kann ich eigentlich nicht von einem Ort zum anderen reisen? Ja, wir müssen jetzt definitiv wieder zurück zur Burg. So, jetzt zum Thema übrigens der Kampf, der da vorne hätte länger gedauert. Ja, muss ich jetzt eigentlich nochmal... Ja, ich muss nochmal zurück ins Hügelland. Die Viridianischen Höhlen kann ich auch direkt anreisen. Warum eigentlich? Um da Zeug zu farmen oder wofür? Also so richtig sinnvoll ist es, glaube ich, nicht. Na, verdammt. Ah, gleich wieder Mana verbrannt. Ach, ist das schön. Hier ein, da ein und da ganz schön dolle viele. Ah. Und natürlich, immer wenn ich in die Hügel landen bin, das muss ich eigentlich auch machen, weil das ist... Normale Seelen sind eigentlich gar nicht so das Problem normalerweise, aber... Naja, wenn ich gerade so gucke, dass ich nur 35 Braune spawnen kann und der nächste Bosskampf kommt bestimmt, da sterben wieder alle. Denn, naja, möchte ich eigentlich schon ein paar Reserven haben, insbesondere, weil ich möchte auch... Ja, den Helm möchte ich jetzt vielleicht nicht hoch voll durchschmieden, aber... Ich brauche halt für den Stahlhelm alleine brauche ich 625 Seelen, um das Ding voll zu kriegen. Und die kommen natürlich nicht von alleine. Insofern muss ich eigentlich jede Gelegenheit nutzen, billig Seelen zu kriegen. Gerade die Schafe wehren sie wesentlich. Was echt ein großes Plus ist. Wo sind jetzt am besten? Am besten die andere Schafe haben, hole ich mir am besten auch noch gleich nochmal. Einfach nur, weil die Gelegenheit günstig ist. Oh, die mir gar keine Dorfbewohner mehr? Oder ich muss mal kurz nochmal durchrennen. Seht ihr vielleicht noch irgendeine Mark, die bereit ist, mir zu dienen? Hey, Vorsicht! Ich bin ja nicht gerade mal bei 20% Verhasstheit. Das geht ja nicht noch. Dafür, dass sie hier schon so sind. Soll ich das erste Mal Overlord? Ihr seid schlimmer als die Halblinge. Gar nicht wahr. Ich bin nur 20% verderbt. Die Halblinge waren mindestens 30%. Wo ich damals das erste Mal gespielt habe, da war ich immer total freundlich. Da habe ich den Dorfbewohnern... Schluss damit! Da habe ich den Dorfbewohnern Zeug gegeben und generell überhaupt, das war total dumm damals. Also es war nicht dumm in dem Sinne, aber da war es halt die ganze Zeit auf 100%. Das war irgendwie nicht so schön. Das war irgendwie doof. Immer auf 100%, also 100% freundlich. Da mochten dich denn alle und das ist... Aber du bist ja eigentlich der Overlord. Du bist böse. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz sitzen. Ich muss jetzt mal kurz nur die Braunen vorschicken. Und zünden die Roten hier wieder diese Haufen an. Die brennen ja bekannterweise in so lustigen Explosionen. Was irgendwie total doof ist. Ach, Schafe sind schon klasse. Zumindest solange die Braunen daran denken, mir auch die Seelen zurückzubringen. Lebenskraft sind gar keine Seelen. Wir sind hier nicht, es sind keine Seelen, es ist Lebenskraft, verdammt Dacke. Ich vergesse das immer wieder aufs Neue. Und danach müssen wir zur Burg. Hätte ich schon mal früher hingehen können. Eigentlich glaube ich, für die Burg braucht man nur Rote. Die sind ja nicht relativ schnell zu haben. Warum sind denn hier zwei Mann schon wieder verschollen? Ach, hier. Ich wollte gerade sagen, wir sind hier seit 5 Minuten, sind wir hier woanders und schon sind die Roten schon wieder weg. Kann ich ja nicht in den Haus da noch was anfangen? Also, wie soll das eigentlich nicht anzünden? Du solltest ja nicht nur plündern. Also, ich möchte ja nicht das Haus selbst plündern, sondern ich möchte eigentlich nur... Genau, bring mir Zeug. Der arme Rote, der jetzt alles einzeln holen muss, weil ich mich zutraue, dass es... Ach komm, das bisschen Beute, was da noch drin ist in der Hütte, das kann eigentlich auch... Das kann man eigentlich auch gerade so noch ignorieren, denke ich, oder hoffe ich zumindest mal. Dass die hier mit ihrer Fackel rumrennen, macht mich immer noch nervös. Apropos Fackel rumrennen. Schafe! Eigentlich zumindest die Menschen scheinen so. Hört auf! Nein, niemals! Ich hab da viel zu viel Spaß dran hier. An Schafe töten. Vor allem bringen Schafe gute Seelen. Bringen die Dorfbewohner eigentlich Seelen? Ich glaube leider nicht. Lohnt also nicht. Sonst hätte ich hier schon lange gefarmt, die guten Dorfbewohner. Dum-dum-dum-dum-dum. So. Das Schloss.
ist ganz flach. Ich hatte erschlossen, wie groß er in der Runde. 2000 Halblinge könnten so viel Schaden anrichten. Der Geruch von Magie liegt in der Luft und das ist nicht gut. Herr, ihr solltet das näher untersuchen. Bin ja schon bei. Genau, hier hat sie mich Feuerkäfer. Dum, da dum. Schnell, haut den Feuerkäfer um, bevor er bedrohlich wird. Geht's hier lang? Ich weiß gerade leider nicht so richtig, was der richtige Weg ist. Ich weiß nur, dass ich unbedingt Feuerkäfer farmen möchte, dass es hier eine Menge gibt. Diesen Abschnitt. Jetzt schnell, haut ihn um, bevor er welchen Mist macht. Ich glaube, gegen den Feuerkäfer bringt doch nicht so viel Feuerball zu zaubern. Ja, ich glaube, das war hier der richtige Weg. Ich wollte aber eigentlich erstmal... Nee, das ist der falsche Weg. Hervorragend. Ich liebe es ja erst... Oh, ach, es gibt auch normale Käfer? Gut zu wissen. Das war mir gar nicht mehr bewusst, dass es auch normale Käfer gibt. Das ist klasse. Gut, ich weiß, wie ich neutrale Seelen farmen... Oder weiße Seelen. Mann, Lebensfunken farmen kann. Die könnte ich mich gar nicht mehr erinnern, dass es auch normale Käfer gab. Man muss die ja mindestens einen besiegt haben, damit man die auch in der Arena erscheinen lassen kann. Dann kann ich das zumindest schon mal machen, sobald ich genug Minions habe, um das auch schnell und effizient über die Bühne bringen zu können. Ich bin mir, wie gesagt, echt nicht mehr sicher. War das wirklich mit den Hinterhalt-Minions oder ging das irgendwie anders? Hab ich ja nicht noch? Wo ist denn der Rote eigentlich hin? Ach, der macht wahrscheinlich irgendwo da vorne Feuer aus, weil ich ihn mal nach vorne geschickt habe, oder? Ach, da ist er ja. Der hatte irgendwas in der Hand, aber ich weiß nicht was. Das ist doch gar nicht vorgesehen, dass man hier grün hat. Also den grünen könnte ich eigentlich wieder wegschicken, weil den bräuchte ich, glaube ich, jetzt gar nicht. Kleine, ja! Haut die alle um! Seelen! Lebensfunken meine ich! Ganz so viele davon auf jeden Fall! Prächtige Lebensfunken! Gebt sie mir! Ja, ich glaube, jetzt finde ich auch genug rotes Zeug, glaube ich. Das ist halt hier vorgesehen. Der arme eine Rote, der quält sich jetzt ganz schön ab. Bis der fertig ist, das kann eine Weile dauern. Ach, komm mal, mehr als einen Roten brauche ich sowieso nicht. Wenn der stirbt, dann muss ich halt einen neuen holen, aber bis der stirbt, das reicht einer vollkommen aus. Wofür auch mehr mitnehmen. Die Roten, das ist diese Fernkampfeigenschaft, die braucht man halt irgendwie so selten, weil die meisten Gegner sind entweder zu schnell oder stürmen sowieso nicht ran. Das ist eigentlich nicht viel bringt, auch wie taktische. Oh. Was ist denn wieder? Er war sicher nicht von hier. Ich frage mich, ob die Frau, von der dieser schwätzende Bauer sprach, hinter all dem steckt. Möglich. Ach, guck mal, noch einer. Ihr solltet einen anderen Weg nach drinnen finden. Ich bin bei. Die waren so schön groß, die komischen Typen. Gut, dass wir Rote bei haben. Ach, warte mal, hier, haut mal oben hier den. Was ist das überhaupt, ein Assassiner? Der ist definitiv nicht von hier, zumindest sieht er nicht so aus. Ich glaube nämlich, die Leute von hier haben leicht anderes Aussehen. Na. War's das schon? Nein, ist das sicher? Ja, dann macht mal bitte hier, dreht mal kurz an der Kurbel, Freunde. Am besten ohne von irgendwelchen Assassinen angegriffen zu werden. Oh. Ich sehe auch leider auch nur die Hälfte da draußen. Warte mal. Haut erstmal den Typen da vorne oben. Hat er übrigens gerade meinen einzelnen roten Platt gehauen oder täuscht das von der Farbe her? Nein, das war mein einziger roter. Nein. Es hat nicht von der Farbe getäuscht. Ach, so ein Elend. Gut, dann müssen wir wohl doch nochmal einen Meter zurücklaufen. Und kurz einen roten spawnen. Verflucht. Und ich sag noch so. Ach, dann stirbt halt der eine rote. Dann muss ich mir halt einen neuen. Und kann ich den vielleicht hier gleich für eine Ecke so... Ja, ich kann! Muhaha. Wieder einen Meter gespart. Ah, das ist auch ein großes Elend hier. Das ist ja dumm, Assassin, dass die Roten auch nichts aushalten. Das ist eigentlich das große Elend hier. Warte, ich mache ja am besten mal hier mal kurz mein Minion-Schild an. Damit hier einfach schon um die Verluste gering zu halten. Meine Mana brauche ich sowieso gerade für nichts anderes. Nein, mein einziger Grüne. Na gut, der Grüne. Der Grüne ist, glaube ich, nicht so der große Verlust. All die Weiten. Ach, Braune sind aber hier Verluste. Ich glaube, ich jetzt verloren. Drei Mann. Och. 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 Ah gut, die werde ich hier wieder automatisch gespeichert. Warum immer mir das Spiel eigentlich immer so viel Mana geben möchte. Ah gut, der eine Grüne, der jetzt gestorben ist, der ist jetzt halt tot. Das ist jetzt halt so. Das Ding kann ich auf jeden Fall erstmal mitnehmen. Oh, ein Objekt. Ja, ich auch. Mag Objekte. Ich mag auch Objekte. Was ist denn das hier? Ach, das ist mehr Lebenskraft. Das kann ich auf jeden Fall richtig gut brauchen. Weil das ist... Eure Gesundheit hat zugenommen. Sehr gut. Weil ich hab ja früher Mana gefunden als Gesundheit. Also das ist ja echt lächerlich. Wo ist denn der schon wieder hin, der Rote? Na, ich ahne Schlimmstes, dass der irgendwo draußen rumsteht. Aber er hat sich von Anfang an... War der überhaupt von Anfang an dabei?
Den könnte ich auf jeden Fall einen roten herbeirufen, wenn ich wollte. Wo könnte denn sein? Ich hab den da unten gerufen. Der könnte also noch irgendwo hier unten rumstehen, oder nicht? Ja, da ist er auch noch. Ah, die Wegfindung von diesem Spiel ist nicht die beste. Also gerade was die Minions angeht. Eigentlich müsste die Wegfindung für die Minions hervorragend sein. Ist aber leider nicht. Ist sie aber leider nicht. Das macht einige Sachen ein wenig anstrengend in diesem Spiel. Er kann auf jeden Fall erstmal davon das Feuer ausmachen. Dazu kann ich mir mit der restlichen Truppe erstmal hier noch kurz die Basen angucken. Weil der eine wird sowieso wieder ein bisschen länger brauchen, wie alles auszumachen. War denn das jetzt hier? War denn das? Ist ja immer noch bei da vorne? Ja, ist immer noch bei. Die Burgmauern. Gab es hier oben noch was Schönes? Auf jeden Fall gibt es hier oben noch Feuer, aber das stört mich eigentlich nicht so doll, weil das ist sowieso nichts, was ich hier großartig plündern kann. Also größtenteils sind die Burgwelle hier auch sehr langweilig. Es ist zumindest im Sinne vom Loot. Ist hier wenig zu holen, sag ich mal. Da vorne ist noch ein Feuer. Nö, okay, ich denke, wir können direkt in die Burg rein, ohne uns großartig Gedanken darum zu machen. Vor allem sollte ich den einen Roten irgendwie am Leben halten, wenn es um ihn geht. Verbrennen daran meine Leute? Ich glaube nicht, oder? Nö, scheinbar nicht. Also so kleine Feuer sind offensichtlich Verlies von Rausching. Ach, das sind gleich direkt die Verlies. Ich dachte, wir gehen erstmal direkt in die Burg selber rein. Naja. So, Roter, dein Einsatz. Seltsamer Plünder haben Schloss Rausching gebrandschatzt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, gebrandschatzt. Mann. Vielleicht sollte ich doch mal mehr als einen Roten. Ach, Quatsch. Mehr als einen Roten mitnehmen ist. My Lady, bitte beeilt euch, sie kommen. So. Bleib weg. Diese Menschen sind keine Bedrohung. Leg das weg. Okay, wir sollten rennen. Ja, der brennt. Schnell, die Kammer. Aha. Das war fürchterlich. Wenn du nicht willst, dass sie uns hierher folgen, solltest du die Tür schließen. Toll, jetzt muss ich wieder die Leute umhauen, oder was? Na, klasse. Na gut, Gurkentruppe. Nur zwei Mann? Das ist ja... Behaltet eure Roten besser im Auge. Eure kleinen Kreaturen sind echte Schätzlein. Ich bin Rosa. Sieht so aus, als ob ihr nicht ganz ungeschickt wärt. Seid ihr an einem Auftrag interessiert? Boah, eigentlich nicht. Kein Stück. Habt ihr von der Seuche in Himmelsspitze gehört? Eine sehr unschöne Sache. Ich wollte wissen, ob die armen Kerle hierher fliehen können, die nicht infiziert sind. Noch nicht. Ich muss weg von hier, aber erst wenn diese Plünderer weg sind. Und außerdem brauche ich mein Gepäck. Könntet ihr euch darum kümmern und mein Gepäck holen? Ja. Oh, übrigens sind die Plünderer in Begleitung einer seltsamen Kreatur unterwegs. Irgendetwas Magisches. Sie hat ihnen wohl geholfen, hier hereinzukommen. Irgendetwas Magisches? Das hört sich noch was Großes an. Oh, warte mal, das verbrennen die eventuell dran? Wo sind denn nicht? Wo waren die? Habe ich schon wieder Verluste erlitten? Da frage ich mich aber gerade ernsthaft, woran? Wann habe ich denn schon wieder Leute verloren? Woran und wie? Also irgendwie habe ich ja manchmal das Gefühl, dass meine Minions mich auch rollen wollen. Dass hier mal irgendwelchen ausgedachten Gründen sterben. Ich kann nicht auch so schnell... Na doch, ich könnte neue holen, aber ich habe keine Lust zurückzurennen. Ich kann ja auch nicht jeden Meter immer zurücklaufen, um neue Leute zu holen. Das geht ja auch nicht. Das Schlimmste vor allen Dingen ist, dass ich Hunger habe und eigentlich nach dieser Folge Schluss machen wollte. Und jetzt bin ich hier mitten in dieser dummen Burg drin. Das heißt, ich muss wieder nachspielen, ne? Das ist hier ein großes Elend. Das heißt, ich werde noch mehr Minions verlieren. Verdammte Assassinen! So, eigentlich kann ich mir so direkt sparen, die Folge jetzt schon beenden. Das ist... Will ich mal was zu essen? Die noch... ich hab erstmal nur voll. Das ist... Nur! Wo kommen denn diese dummen Assassinen her? Ah! Bleib stehen! Sterb! Alle von euch! Den Biest und das und jenes und ja, genau, das da auch. Und hier, volle Breitseite. Da und hier und. Also, die kommen die einen nach dem anderen. Die wären sehr viel schlimmer, wenn die alle gemeinschaftlich kommen würden. Yay, Geld. Aber so hält sich das zum Glück in Grenzen eigentlich. Mit der Kampfstärke von den Leuten. Na gut, in Anbetracht der Tatsache, dass ich das hier wirklich gleich alles nochmal nachspielen darf. Na gut, so viel ist es ja nicht. Ich renne ja kurz rein in die Bude und das war's. Aber trotzdem. In Anbetracht dieser wunderprächtigen Tatsache würde ich mich schon mal von euch verabschieden. Wir sehen uns garantiert in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und vor allen Dingen auch hier witzige Kommentare freuen. Also auch wenn sie spieltechnisch nicht so viel bringen, weil ihr wisst ja, das hier ist sehr viel früher aufgenommen worden. Also das ist ein bisschen im Voraus, weil ich bin ja gerade nicht im Lande und kann deswegen eigentlich nicht so richtig aktiv darauf eingehen. Daher habe ich das ja alles ja
weit voraus aufgenommen. Achso, hier, verdammt, und ich habe hier so ein Abo, würde ich auch ganz so klasse finden. Also ich freue mich mal wieder über Abos. Das sind zwar nur Zahlen, aber das ist so Zahlen, mit denen man ja. Kann man angeben mit. Genau, hier, das Prestigegründe und so. Genau. Das wird sein. Prestigegründe. So. Alter, ich habe immer ein automatisches Save-Game. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das, vielleicht kann ich dann von hier aus beim nächsten Mal fortsetzen. Das wäre natürlich klasse, wenn ich das könnte. Weiß ich, wie gesagt, nicht, ob ich das kann. Hoffe ich zumindest. Ja, doch, ich denke mal, doch. Das könnte. Wenn ich den Wegpunkt hier benutze? Wegpunkt vorher. Ja, ich denke mal, ich kann von hier aus fortsetzen. Hoffen wir es einfach mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.